Hi Leute und willkommen zurück zu Tower of Fantasy. Wir haben gute News für euch. Und zwar einmal wurden die ersten paar Events angekündigt, die wir dann am 8.11. um 2 Uhr morgens starten können. Und einmal natürlich, es wurden alle Pre-Registration-Ziele erreicht. Das heißt, wir bekommen jede Menge Stuff umsonst. Wir gucken uns die Neuigkeiten an, denn die sind wirklich was Nices. So, Global Events, die zusammen dann wirklich, ne, 11.08. um 2 Uhr starten werden. Einmal bekommen wir das Sternenfahrt-Navigations-Event. Das ist ein permanentes Event. Jeder, egal wann er anfängt mit dem Spiel, ob er dieses Jahr, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, solange wie das Spiel läuft in der Global-Version, wird dieses Event bekommen. Das Event läuft wie folgt ab. Man erstellt einen Charakter, hat dann Zeit innerhalb von der Charaktererstellung innerhalb von 21 Tagen bis zur Main Quest Eindringlinge bei der Umweltstation zu kommen. Und wenn man das erreicht hat, schaltet man praktisch die Event-Übersicht frei. Und dann schließt man bestimmte Event-Missionen ab, bekommt dafür Event-Punkte und für die Event-Punkte suchst du dann Belohnung aus. Die Hauptbelohnung ist hier eine SSR-Waffentruhe und das heißt, wir bekommen eine gratis legendäre Waffe der Starter Legi-Charaktere, die halt im normalen Wunschpool drin sind. Nenn es mal. Zusätzlich kann man auch noch Goldkerne, mit denen man so wünschen kann, bekommen und noch ein bisschen anderen Stuff. Interessiert hier erstmal nicht, uns interessiert die Waffentruhe. Und da habe ich mir ein Bild zu der Waffentruhe rausgesucht. Das müsstet ihr jetzt sehen. Und da steht auch schon bei, welche Waffen das sein werden. Das ist natürlich alles auf Englisch erstmal. Ich stelle euch die ganzen Waffen vor. Also das Video geht ein bisschen. Dazu nehmen wir die Seite towerofffantasy.info. Mega gute Seite, sehr schön aufgebaut, sehr schön erklärt und hat Dark Mode. Ist in der Videobeschreibung unten mit drin, genauso wie auch hier die interaktive Map noch mit aufgezählt ist. Die ist auch unten in der Videobeschreibung mit drin für später für euch. Wir gehen auf die Charaktere. Simulacra heißen die hier oder Mimics, weil man im Spiel praktisch die Waffe bekommt und die Charaktere, zu denen die Waffen eigentlich gehören, nachahmt. Ist nicht wie in Genshin Impact, dass du komplett neuer Charakter bist, aber du ahmst halt den Kampfstil mit der Waffe dieser Charaktere nach. So, welche Charaktere? Unter welchen Charakteren können wir uns denn jetzt einen Legi aus dieser Box aussuchen? Vorausgesetzt, wir haben genug Punkte gesammelt innerhalb dieser 21 Tage. Hätten wir hier Kokoritter, Eisstab, Heiler, Huma, Verteidiger mit einer Schwert, Schild oder ja, eigentlich ist es eine Axt, aber der Schild ist halt so ein bisschen spitz. Ja, Morph-Schild, Feueraxt. Crow, Damage-Dealer, Elektrodolche, sehr, sehr geil fürs PvP zum Beispiel. King, Damage-Dealer, Feuer, Sichel, beziehungsweise Sense. Sehr, sehr nice, der Charakter auch. Selfish, DPS. Seine Passive ist, wenn er 7 Gegner getötet hat, heilt er sich. Oder verbesserte Passive, wenn er 5 Gegner getötet hat, heilt er sich. Also ist so ein Charakter, du hast eine Horde von Trash-Mobs, dann schickst du irgendeinen Idioten vor, der King als Main spielt. Der kann alles wegmachen und heilt sich dabei selber. Meryl. Tank,
Großschwert, Eisangreifer. Auch sehr gut fürs PvP. Samir, zwei Einhandpistolen, auch Damage-Dealer, Volt-Element, also Elektro. Chiron, physisches Element, Damage-Dealer und benutzt ein großes Chakram. Ja, sieht man hier so. Sehr, sehr nice. Auch so ein bisschen Neko-Style. Tsubasa. Damage-Dealer, Eisangreifer, Bogen. Und als letztes noch ein Heiler. Er benutzt so einen Orb. Feuertyp. Er schießt halt Energiespikes da draus oder so. Wie gesagt, die Seite ist verlinkt. Ihr könnt euch alles zu den Charakteren angucken. Ich gebe eine kleine Übersicht. Erstmal, was der Waffeneffekt ist. Wie sich der Waffeneffekt ändert, wenn du die Waffe auf 1 Stern upgradest, auf 2 Stern, auf 3 Stern, 4 Stern, 5 Stern und 6 Stern. Ob wir alte passive Effekte auf die Waffen kriegen oder neue vom China-Server, wird sich später zeigen. Auf der Seite ist zu jedem Charakter auch ein Show-Video gezeigt. Es ist auch, glaube ich, zu den meisten Charakteren auch gezeigt, was die Damage-Werte sind, wie oft sie welche Attacken machen, welche Attackenkombinationen sie machen können. Was generell wie viel Damage macht, einfach. Wie ihre Dodge-Fähigkeiten aussehen, wie ihr normaler Angriffsskill ist und wie ihr Skill ist, wenn ihre Waffe eingewechselt wird. Upgrade-Materialien, Tier 1, Tier 2, Tier 3, die man für die Waffe braucht, steht leider nicht mit zu, wie viel. Das fehlt hier leider noch. Matrix-Chips, die man in die Waffe einsetzen kann, um die Waffe noch stärker zu machen, beziehungsweise die Waffe noch mehr passiv Zusatzeffekte zu geben. Vorschläge, welche da rein könnten. Ist klar, er ist ein Heiler, deshalb wird hier gesagt, nimmt man noch ein paar Heiler-Chips mit von anderen Heil-Charakteren, wenn man seinen eigenen Chip nicht hat. Passive Effekte zu den Charakteren. Es gibt so ein Gift-System. Du kannst Gifts im Spiel kaufen, aus Shops traden, aus dem Kranautomaten gewinnen, den Charakteren geben. Und je nachdem, wenn du dann eine bestimmte Anzahl von Giftpunkten bei den Charakteren erreicht hast, unlocken sie nochmal passive Effekte. Das hier steht 1200, das war in der Beta aber 600. Das ist ein bisschen verwirrt gerade. Und jeder Charakter hat da zwei Passive, die manchmal mehr cool, manchmal weniger cool sind. Ne? Das war das. Das ist praktisch das erste Event, was permanent da ist, was jeder bekommt, egal wann er mit dem Spiel anfängt, wofür er 21 Tage lang Zeit hat, das fertig zu bekommen. Nächstes Event, was bis nächstes Jahr geht, einfach die Sachen, die man geschafft hat durch die Pre-Registrierung freizuschalten, wird es halt bis zum 6. Februar 2023 geben, wenn du einen Account erstellst, dich einloggst, Charakter gemacht hast, wirst du diese Sachen bekommen. Wird automatisch in einen Rucksack getan, wird automatisch in den Slot getan, wo es hin muss. Fertig. Avatar-Icons für den Chat gibt es wohl drei verschiedene. Und je nachdem, auf welcher Plattform man anfängt, PC, iPhone oder random irgendwie ein anderes Smartphone, was Android hat, gibt es wohl verschiedene. Damit ist das hier gemeint, exklusiver Avatar. Das ist das Bild, was im Chat den anderen Leuten gezeigt wird, wenn du im Chat irgendwas schreibst.
Und da scheint es wohl drei verschiedene zu geben, je nachdem, auf welche Plattform du spielst. Dann nächstes Event, was wirklich nur für den August zählt. Man muss wieder bis zu der bestimmten Main Quest gespielt haben, auch wie die hier oben. Und dafür einfach nur einen Charakter erstellt haben während dieses Events und bekommt dafür so einen kleinen Startbonus von, ich glaube, ein Accessory, also Accessoire, dass du irgendwann später noch mal am Charakter customizen kannst. Nemesis Vergrößerungsbrille, noch mal ein Wunsch und noch mal Relikt, Scherben, Truhe und Geld. Reliktscherben kann ich auch ganz kurz erklären, wenn wir da sind. Das sind Relikte, die bekommt man im Spiel durch verschiedene Dungeons, dadurch, dass man Scherben findet und die sich freikauft und so weiter. Und die kann man auch upgraden, genauso wie Waffen. Dazu braucht man halt die Scherben. Und wenn du dann 20 Scherben ins Jetboard tust, bekommst du Stufe 1. Und dadurch lädt sich deine Waffencharge schneller auf, wenn du damit übers Wasser gleitest, zum Beispiel. Oder wenn du so viel Shards gesammelt hast, dass du Stufe 2 hast, geht der Charge, weil das Ding hat einen Cooldown von 90 Sekunden auf 60 Sekunden runter. Oder so. Das wären diese Sachen. Und dann das letzte Event ist kein richtiges Event, ist einfach nur in Genshin, würde man sagen, Character Banner. Und zwar Nemesis ist eigentlich ein China-Charakter. Ist wohl in China gerade der Most OP-Heiler-Supporter. Nach dem, was die Leute auf dem Discord schreiben, so jedenfalls. Sie bufft, glaube ich, mit ihrer passiven Volt-Damage und ihrer Heilung. Was so, was wohl mega gut sein soll. Den Charakter werdet ihr in der Storyline kennenlernen. Da ist der Charakter aber auch noch nicht Nemesis. Der wird in der Storyline Nemesis. Und ja, also der erste China-exklusive Charakter, der dann zu uns kommen wird mit der Waffe Venus, haben wir auch eben gesehen, wird dann mit rote Kerne zu wünschen sein. Die anderen Wünsche in dem Standardbanner und in den Waffenbanner sind halt die gelben und die schwarzen Kerne. Hier brauchen wir spezielle rote Kerne für. Wird man auch irgendwie während dieses Events bekommen. Und wir bekommen auch ihren Matrix-Chipsatz zum Wünschen dazu. Dazu brauchen wir halt ihr Sondergutscheine. Scheiß Übersetzung, aber ja, das sieht ungefähr so aus wie Gutscheine. Diese Währung, die man da braucht, um ihren Chipsatz sich auch zu wünschen. Da gucken wir auch rein. Jeder Legi-Charakter hat seinen eigenen Chipsatz. Genauso wie jeder Four-Star und viele von den Gegnern hat ihren eigenen Chipsatz. Ist praktisch ein kleiner Boost, den du in die Waffe tust. Es gibt jeweils ein Vierer-Set. Bei zwei gleichen kriegst du einen Bonus, bei vier gleichen kriegst du einen Bonus. Und ihr habt ihre Passive eben schon gesehen, dass der Volt-Damage erhöht wird. Das macht die Chipsets nochmal. Und nochmal. Und ja, ist ziemlich gut, wie gesagt, ist nach dem, was ich gelesen habe auf dem Discord, wohl der beste Heiler im Moment. Und auch ein starker Elektroangreifer. Oh, und das waren die Events, die wir bekommen werden zum Start.
wie man sich rote Kerne und Sondergutscheine verdienen kann, muss dann später auf der Seite dazu nachgelesen werden. Dafür geben sie jetzt noch keine Infos raus.